Hallo, liebe Bike-Gemeinde. Hier ist Stefan Pahl. Ich bin Produktmanager für Mangura. Und ja, es geht darum, euch neue 2012er Produkte vorzustellen, die ihr teilweise auch schon in den Magazinen gesehen habt. Hier unsere Gabellinie, die wir dieses Jahr für 2012 haben. Angefangen von der Tor, die unser Flaggschiff im All-Mountain-Bereich ist, mit jetzt neu 150 mm Federweg, entweder fix, was auch neu ist, oder absenkbar. Geht dann rüber die Durin Race, über die Durin X, was jetzt auch neues Modell ist, bis hin zur Durin Race, die richtig absolute Race-Gabel, richtig leicht. Was neu bei den Gabeln ist, wir haben neues Fett verwendet für ein absolut leichtes Ansprechverhalten. Wir haben richtig glatte Standrohre, also das Ansprechverhalten ist richtig butterig fein, sodass ihr das richtig erspüren könnt, nachrüstbar auch für alle anderen Gabeln. Also steife Gabeln, leichte Gabeln, einfach zu verwendende Gabeln, die wir euch dann anbieten können. Ja, hier seht ihr dann unsere neuen Bremsen. Habt ihr schon viel von gelesen, viel von gehört. Flaggschiff, unsere neue MT8, die super leichte Bremse mit ab 278 Gramm. Komplett alles dabei für ein Rad. Der erste Vollcarbon-Bremsgriff auf dem Markt. Alles, was wir an Gewicht am Bremsgriff sparen konnten, haben wir in die Bremszange gepackt, um auch ordentliche Wärmestandsfestigkeit hinzukriegen. Geniale Ergonomie, toller Druckpunkt, um es halt perfekt modellieren zu können. Im Prinzip die gleichen Bremsen mit den gleichen Features findet ihr dann auch bei MT6, bei MT4, MT2. Das Ganze zum besseren Preispunkt, etwas schwerer, aber um MT fahren zu können, geht es in allen verschiedenen Levels. Probiert die aus, die Bremsen. Sie funktionieren absolut klasse. Einfinger-Stoppies gehen problemlos. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Stefan Pahl von Mangura.